Reto. Ja, der Benni hat uns am letzten Sonntag schon in die Thematik vom 5. Kapitel von Markus eingenommen. Und er hat die erste Geschichte uns erzählt und es ist eben auch eine Heilungsgeschichte. In dieser Geschichte befreit Jesus einen Besessenen von vielen Dämonen. Aber was ich eben spannend finde, an dieser wie an der heutigen Geschichte, es geht nicht einfach um Heilung. Vielleicht geht es nicht einmal in erster Linie um Heilung, sondern es geht darum, dass Jesus Gemeinschaft schafft. Der Mann von der letzten Geschichte, der ist eben nicht einfach nur gesund worden, befreit von diesen Dämonen, sondern Jesus schafft Gemeinschaft. Er ermöglicht dem Mann, nicht mehr einsam in den Gräbern zu leben, sondern zurück zu seiner Familie zu gehen. Und so geht es eben auch heute, in der heutigen Geschichte, darum, dass Jesus heilt und dass er Gemeinschaft schafft. Dabei ist er eigentlich einfach unterwegs. Unterwegs zu der Tochter von Jairus. Dem Mädchen, die todkrank ist und wir kennen die Geschichte, schlussendlich auch tot ist. Und Jesus ist einfach unterwegs zu dieser Tochter von Jairus. Und was dann passiert, das ist eben mehr als nur erstaunlich. Wir schauen uns jetzt gerade einen Ausschnitt an aus Season 3, also aus der dritten Season von Chosen, wo im Moment erst auf Englisch draussen ist, aber seit dem letzten Sonntag sind alle 8 Folgen von der dritten Staffel von Chosen draussen und das ist ein kleiner Ausschnitt, der eben zeigt, wie das könnte gewesen sein. Film ab! Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge. I promise, you are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. I was right. I was right. Thank you. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. Das also der kurz zusammengeschnittene Teil aus der Chosen-Folge ist wirklich sehr sehenswert, auch die dritte Staffel. Wir starten ja nächste Woche mit dem zweiten Teil von der zweiten Staffel auf
Deutsch, also übernächste Woche besser gesagt, aber auch die dritte Staffel, die hat es wirklich in sich. Und gerade die Geschichte wird da noch einmal ganz spannend aufgerollt und man sieht ein bisschen die Hintergründe. Und da finde ich auch das Spannende von dieser Serie, The Chosen. Eine eindrückliche Geschichte. Eine Frau berührt das Kleid von Jesus und wird durch ihren Glauben geheilt. Schauen wir uns doch einmal die Personen an oder die Gruppen an, die hier vorkommen. Es kommt einerseits die Menge vor, die vielen Leute, inklusive Jünger, die Frau und Jesus. Für Markus, der das Evangelium geschrieben hat, ist das Ganze alles klar gewesen. Die Hintergründe sind für ihn völlig klar gewesen, darum hat er die auch nicht aufgeschrieben. Er hat nicht geschrieben, was das bedeutet hat, für die Frau 12 Jahre lang krank zu sein. Aber wir wollen ein bisschen die Hintergründe anschauen miteinander, weil nur dann versteht man so richtig, was Jesus da gemacht hat. Er hat geheilt und er hat Gemeinschaft geschafft. Schauen wir mal hier die Menge an. Die Menge drängt sich um Jesus. Sonst lesen wir eigentlich wenig von dieser Menge. Wir wissen nicht genau, wer sie sind. Wir wissen nicht, was ihre Beweggründe sind. Die Menschen von Kapernaum haben scheinbar alle irgendetwas wollen von Jesus. Vielleicht haben sie alle geheilt werden. Oder sie wollen eine Heilung ganz noch miterleben. Oder sie wollen auch einfach Jesus reden hören. Vielleicht haben sie ganz noch dabei sein, wenn er wieder so spannende Sachen erklärt. Die Menge, die vielen Leute, die haben irgendwo aber auch eine Mitschau gehabt an dieser schwierige Lage von dieser Frau. Die Menge, die hat den jüdischen Reinheitsvorschriften gefolgt. Und die haben gesagt, dass Menschen mit vielleicht ansteckenden oder ein bisschen unklaren, undurchschaubaren Krankheiten, dass man die eben nicht nur meiden soll, sondern dass man sie sogar ausgrenzen soll. Da kennen wir vielleicht aus den Geschichten der Aussetzungen. Die Aussetzungen, die Lepra hatten, die mussten weit weg oder eben außerhalb der Stadtmauern wohnen. Also die hat man ausgrenzt. Die Reinheitsvorschriften, die wirken fies in der heutigen Zeit. Richtig gemein. Hey, hallo, jetzt sind die krank und dann schliessen wir sie noch so aus. Sie haben aber auch irgendwo einen berechtigten Sinn gehabt. Gemeinschaft. Die Menge eben hat sollen von dieser Krankheit bewahrt werden. Geschützt werden vor Aussatz. Weil hat man sich nicht geschützt, hätte es können sein, dass vielleicht die ganze Sippe oder das ganze Dorf angesteckt worden wäre mit irgendeiner diffusen Krankheit. Man hat ja in dieser Zeit noch sehr, sehr wenig Ahnung von Krankheiten, wieso es Krankheiten gibt. Die Griechen, die ja auch einmal Israel erobert haben, die haben ja, so ein bisschen das beste Wissen in dieser Zeit, aber auch die haben noch eigentlich fast gar nichts gewusst, wieso es überhaupt Krankheiten gibt. In dieser Zeit und dann lange im Mittelalter hat man das Gefühl gehabt, es brauche ein Gleichgewicht zwischen den vier Körpersäften, gelbe und schwarze Gallen, Schleim und Blut. Und wenn das Gleichgewicht auseinandergerät, dann wird man krank. Man hat also null Plan von Krankheit. Und darum hat man sich geschützt, hat man die Leute weggeschoben, abgeschoben. Da macht irgendwo, oder hat trotzdem irgendwo Sinn gemacht. Aber die beschriebene Frau, die hat keinen Aussatz. Die hat nicht sonst irgendeine komische Krankheit, sondern sie hat Durchblutungen. Und als Mann kann ich mir da absolut nicht vorstellen, wie das ist. Aber als Frau kannst du dir da vielleicht vorstellen, wie das muss sein. Wie das äußerst unangenehm ist. Sie hat darum auch, und da lesen wir eben auch im 3. Mose 15, die Reinheitsvorschrift, dass sie eben als unrein gegolten hat, wegen diesen Durchblutungen. Und das Krasse ist, alles, was sie angelangt hat, ist unrein geworden und musste gewaschen werden. Alle, die Kontakt hatten mit dieser Frau, mussten sich waschen und sind bis am Abend unrein gewesen.
Die Gebote, die sind eine Tragödie für die Frau. Eine Tragödie, die sie 12 Jahre lang begleitet hat. Ihre Krankheit hat sie also zu der Unreinen, Unberührbaren, zu einer Ausgestoßenen gemacht. Sie hat nicht mehr an der Gemeinschaft teilnehmen und auch nicht mehr am Glaubensleben. Sie hat nicht mehr in die Synagoge gehen. Sie hat nicht mehr in die Nähe vom Tempel gehen, weil sie eben als unrein gegolten hat. Versetz dich doch einmal in die Situation von dieser Frau. Und tauch in Gedanken ganz in ihre Situation ein. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du die Augen zumachst, darfst du aber auch offen behalten. Stell dir vor, seit 12 Jahren hast du die Durchblutungen. Dank deinem Reichtum hast du immerhin zu echten Ärzten können. Da haben in dieser Zeit nur ganz wenig können. Nur ganz wenig haben überhaupt das Geld gehabt für einen Arzt. Aber kein Arzt hätte dir helfen können. Niemand. Die Ärzte haben dich nicht nur arm gemacht. Sie haben deine Krankheit auch nur noch schlimmer gemacht. Doch noch viel schlimmer ist, dass du von allen verlassen worden bist. Am Anfang haben noch deine Freunde zu dir gehalten. Doch dann sind sie immer mehr auf Abstand. Wo die Krankheit weitergegangen ist, bist du sogar von deiner Familie, vielleicht sogar vom Ehemann, verstoßen worden. Sitten, vegetierst ohne Gemeinschaft und ohne festen Wohnsitz vor dich hin. Endlich wieder Besessenung von der letzten Geschichte. Du probierst vielleicht mit Gelegenheitsjobs, vielleicht mit Betteln, dich am Leben zu halten. Und das, obwohl du mal reich gewesen bist. Richtig reich, dass du hast können Ärzte leisten. Wie geht es dir in dieser Lage? Jetzt hast du von dem Jesus gehört und seinen Heilungswunder und hast gedacht, vielleicht ist der Jesus meine letzte Chance. Vielleicht kann er mir helfen und vielleicht werde ich endlich wieder Teil von der Gemeinschaft. Vielleicht kann ich endlich wieder ein bisschen Gemeinschaft haben, Beziehungen leben. Aber du darfst gar nicht zu den Gesunden gehen. Du darfst gar nicht zu dem Jesus gehen. Und in dieser Situation, die wir vorhin gesehen haben, ist Jesus umringt von einem Haufen scheinbar Gesunden. Wir wissen es ja nicht, aber die Frau hat gedacht, ja, so wahrscheinlich sind das Gesunde, da darf ich gar nicht hin. Was soll ich machen? Wird es vielleicht nur schlimmer, wenn du jetzt da dich einsetzt? Oder sollst du die ganze Mut zusammennehmen, um zu dem Jesus zu gehen? Die ganze Mut zusammennehmen, um jede Abstandsregel zu brechen. Du entscheidest dich dafür, die Abstandsregel zu brechen und schleichst dich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Verzweiflung, Mut und Hoffnung treiben dich an. Und so protestierst du ganz still gegen deine Lebensumstände, gegen die 12 Jahre Verstoßenheit, Unreinheit. Du kämpfst ganz still gegen dein Leid. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Du hast Angst vor den anderen oder vielleicht sogar vor Jesus selber zurückzuwiesen werden. Alle sind auf die Distanz gegangen, vielleicht der Jesus auch. Und darum entscheidest du dich, hey, ich kann den nicht ansprechen, ich muss irgendwie das anders machen. Ohne Jesus, mit Jesus ein Wort zu wechseln, gehst und da war eine eindrückliche Szene, wie sie noch so gestürchelt und gerade noch seine Quasten da, sein Bändchen am Kleid kann anlängen. Und dann bist du geheilt. Du spürst es gerade, es ist etwas anderes.
Die Durchblutungen sind vorbei. Wow! Es ist vorbei. Du kannst es kaum fassen. Du wirkst gesund. Auch Jesus scheint überrascht zu sein. Und das ist ja ein ganz spannender Moment. Jesus scheint da überrascht zu sein, weil er fragt. Jesus scheint gar nicht so recht zu wissen, dass ein Wunder passiert ist. Oder es scheint so, als sei ihm da nicht bewusst gewesen. Es sei einfach so passiert. Darum muss Jesus eben wissen, wer er geheilt hat. Ist Jesus nicht allwissend? Da könnte man jetzt eine Theologie daraus entwickeln. Ist Jesus nicht allwissend? Wieso weiss er denn nicht, wer er geheilt hat? Ich glaube, Jesus hat es ganz genau gewusst. Jesus hat ganz genau gewusst, wer er geheilt hat. Und ich glaube, er bezweckt etwas ganz anderes mit dieser Frage. Er will dir eine Plattform verschaffen. Und er will alle Aufmerksamkeit auf dich lenken. Und da, wie es im Film dargestellt wird, ist es ja nicht gerade angenehm für die Frau, die Aufmerksamkeit. Aber die Aufmerksamkeit ist wichtig. Ist wichtig für das, was jetzt kommt. Jesus will nämlich allen klar machen, dass du wirklich geheilt bist. Dass du wirklich rein bist. Du wirst mit Furcht und Zittern erfasst. So übersetzt der Luther, mit Furcht und Zittern. Es ist nicht einfach ein bisschen Angst. Furcht und Zittern sind Begriffe, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Denn nämlich, wenn Leute Begegnungen haben mit Gott. Furcht und Zittern, da ist Bewusstsein, hey, ich erlebe jetzt den grossartigen, den allmächtigen Gott. Das ist eine Reaktion der Menschen auf eine Begegnung mit Gott. Und Jesus ist dir heute der Gott begegnet. Er hat dir Zugang zu der Gemeinschaft verschafft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Menschen. Jesus schafft Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Und Jesus sagt sogar zu dir, meine Tochter, und da finde ich so eindrücklich, was sie sagt, ich bin keine Tochter mehr. Ich bin weggestoßen von meiner Familie, verloren, ausgrenzt. Aber Jesus sagt, du bist meine Tochter. Und dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Ist das nicht wunderbar? Damit, wir haben es auch ein bisschen gesehen im Film, provoziert er aber auch. Jesus provoziert die Schriftgelehrten, die Gescheiten. Weil im 3. Mose 15, 28 bis 30 steht, dass wenn man so eine Durchblutung hat und die aufgehört hat, dass man erst nach 8 Tagen und dem Opfern von 2 Tauben wieder rein ist. Und Jesus sagt, du bist rein. Also noch ein ganz spannender Aspekt von dieser Geschichte. Jesus provoziert. Okay, jetzt tauchen wir wieder aus dieser Geschichte. Du bist wieder du. Was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Was hat dich besonders angesprochen? Was kann man vielleicht umsetzen? Überleg dir da mal einen Moment und wenn du magst, kannst du dich kurz austauschen mit deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn. Was nimmst du mit aus dieser Geschichte? Was hat dich besonders angesprochen? Wir nehmen uns einen Moment Zeit.
Gut. Was ich auch immer wieder eindrücklich finde bei den Chosen, eben man sieht die Hintergründe auch vom jüdischen Leben. Und jüdisch wäre jetzt, so vom jüdischen Gottesdienst her, wäre jetzt, dass wir auftun und alle, die etwas angekumpelt ist von dieser Geschichte, könnten vorkommen und da jetzt erzählen. Und vielleicht bist du da und willst gerade etwas erzählen, was dir gerade aufgegangen ist oder was dir wichtig geworden ist in dieser Geschichte. Mag jemand gerade spontan vorkommen? Natürlich ein kleiner Überfall, ist klar. He? Ja, ich finde es eine ganz eindrückliche Geschichte. Und gerade wenn man ein bisschen die Hintergründe anschaut, ist mir fest aufgegangen, hey, es geht vielleicht nur in zweiter Linie um die körperliche Heilung. Natürlich, das war wie eine Voraussetzung, dass die Frau wieder in die Gemeinschaft hätte können. Eintreten. Aber ich glaube, was da mir ganz fest raussticht, ist wirklich, Jesus schafft Gemeinschaft. Und da zeigt diese Geschichte und zeigen auch ganz viele andere Geschichten. Jesus integriert die unterschiedlichsten Menschen in seine Gemeinschaft, in die göttliche Familie. Und da finde ich so schön an Jesus. Es spielt ihm so keine Rolle, wer es ist. Er integriert die unterschiedlichsten Menschen in die göttliche Familie. Und da ist auch unser Auftrag, Menschen in die göttliche Familie einzuladen und ihnen Gemeinschaft zu ermöglichen. Ich glaube, da ist in Zeiten der Vereinsamung so etwas Wichtiges. Immer mehr Menschen wohnen allein. Wo haben wir unterwegs? So wie Jesus unterwegs war, wo haben wir unterwegs in unserem Umfeld vielleicht einsame Menschen, wo wir eine Gemeinschaft anbieten können. Als Landskirche sind wir offen für Menschen, die gerne in die Gemeinschaft einkommen. Weil gute Gemeinschaft macht glücklich. Und da ist es übrigens gerade wieder am letzten Dienstag im Club gegangen. Dort haben sie diskutiert, Hilfe, wir werden jetzt gleich 10 Millionen Schweiz, Wohnungsnot, papipapo. Und einer, ein Glücksforscher, hat gesagt, hey, wir haben keine Wohnungsnot. Es leben so viele Leute allein und vereinsamen. Und da ist das größere Problem, als dass wir zu wenig Wohnungen haben. Da ist das Problem, die Vereinsamung, dass die Leute nicht mehr in die Gemeinschaft kommen. Wo können wir, wo kann ich Gemeinschaft anbieten? Und der Reto sagt es dann mal, am nächsten Sonntag haben wir wieder die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst zusammen zu Mittag zu essen. Also Gemeinschaft zu genießen und natürlich auch heute beim Kaffee. Das ist so wichtig. Was mir auch noch rausgekumpelt ist, ist Mut zu Schritt auf Jesus und andere Menschen zu. Die Frau in unserer Geschichte hat sich nach Gemeinschaft gesehnt. Und sie hat den Mut und den Glauben gehabt, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Gemeinschaft zu machen. Sie ist auf Jesus zu, was auch immer die Leute gesagt haben. Ich habe das Gefühl, heute fehlt uns oder fehlt gewissen Leuten der Mut manchmal ein bisschen. Man fühlt sich vielleicht einsam, aber man tut wenig. Oder vielleicht gar nichts dagegen. Wir warten vielleicht auf die perfekte Gemeinschaft. Dort, wo alle so sind, wie ich es mir vorstelle und wie ich es gerne hätte. Aber dann wartet man ewig. Vielleicht schaust du dir da, wo wir jetzt hier miteinander anschauen, daheim an, vielleicht ganz allein. Und dann möchte ich dich ermutigen, komm doch mal vorbei. Komm vorbei. Hier und genieße die Gemeinschaft. Habt Mut, und das sage ich zu mir und zu uns, habt Mut zum Schritt auf Jesus und Menschen. Ich bete. Vater im Himmel, danke vielmals für die Geschichte von Jesus und der kranken Frau. Danke vielmals, dass du durch Jesus uns Menschen Gemeinschaft mit dir und mit anderen Menschen schenken.
Schenk uns den Glauben und den Mut, zu Schritt auf dich und auf andere Menschen zu. Amen.